Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video ist ein Nachtrag zu den Etikettenanlegen im Zebra Z-Designer. Über Rechtsklick, also über die Systemsteuerung, Geräte und Drucker, Rechtsklick auf den Z-Designer, auf Druckereigenschaften bitte klicken. Nun gehen wir hier auf Einstellungen und wollen eine neue Vorlage auswählen. Warum mache ich das? Ganz einfach. Ich möchte Ihnen zeigen, dass nicht zwangsläufig jeder Etikettendrucker jedes Maß, das Sie ihm eingeben, verwenden kann. Warum ist es so? Wenn Sie bei Google einfach mal, und das ist jetzt unabhängig davon, ich habe bei Google einfach mal Zebra irgendeinen Drucker eingegeben. Und nun kann ich auf verschiedene Seiten mich weiterleiten. Ich habe hier die erste Seite angeklickt, bei Google wohlgemerkt. Und würde ich Ihnen mal empfehlen, das mal anzuschauen. Hier bei den Verbrauchsmaterialien, kann ich jetzt natürlich jetzt nicht draufklicken, bei den Verbrauchsmaterialien würden Sie aber dann sehen, dass jeder Drucker eine sogenannte Mindestetikettenbreite hat. Wenn Sie, wie vorhin im Beispiel schon erwähnt, Etiketten im Hochformat erstellen, das heißt, wenn Ihr Etikett zum Beispiel 1,5 cm breit ist, aber 5 cm hoch ist, so Ihr Etikettenlabel, dann müssen Sie aufpassen, ob Ihr Drucker das auch kann. Und das möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen. Wir wollen ein neues Etikett erstellen und sagen, wir wollen eine neue Vorlage. Ich sage jetzt hier mal 15 mm mal, ist doch egal, wir sagen jetzt mal 61, damit wir uns jetzt hier abheben. Und nun wollen wir hier bei der Breite eingeben 1,5 cm und verlassen das Feld nun. So, der Drucker, das ist jetzt der Drucker. Der Drucker sagt, kann ich nicht, ich kann erst ab 1,9 cm drucken. Sollte das bei Ihnen der Fall sein, passt einfach Ihr Etikett nicht zu Ihrem Drucker. Dafür kann die WABI nichts. Da müssen Sie sich halt einen dementsprechenden Drucker organisieren, der dieses Minimalformat kann. Oder ein dementsprechendes Etikett verwenden, das der Drucker unterstützt. Also das hat jetzt nichts mit WABI zu tun, sondern das ist eine generelle Information zu Mindestmaßen von Druckern. Auch kann man das jetzt zum Beispiel hier bei der Etikettenhöhe sehen. Wenn Sie zu ihm sagen, pass mal auf, ich habe 0,5 cm Etikettenhöhe, nur mal als Beispiel 0,5 und Sie verlassen nun das Feld, sagt er, dass für diesen installierten Z-Designer eine Mindesthöhe von 0,63 aber erforderlich ist. Also Sie sehen, der Drucker sagt, was er mindest haben muss, was er braucht. Und wenn das Ihr Drucker tut und wenn das nicht mit Ihren Etikettenformaten zusammenpasst, wie gesagt, dann ein Etikettenformat besorgen, das zu diesem Drucker passt oder einen Drucker besorgen, das Ihr gewünschtes Etikettenformat unterstützt.